Moin, moin, da sind wir wieder. Und ja, ihr habt wahrscheinlich diese schöne Einblendung auch bekommen. Jetzt am Dekorationswettbewerb teilnehmen und 1000 Diamanten gewinnen. Es gibt auf Instagram auf jeden Fall, auf YouTube weiß ich gerade gar nicht, aber auf Instagram gibt es auf jeden Fall ein Reel von Supercell Heyday darüber, wie ihr daran teilnehmt. Also ihr müsst da ein paar Screenshots machen von eurer Farm und müsst sie dann hochladen in bestimmten Formaten. Und wenn denen das gefällt oder wenn es beim Wettbewerb gewinnt, dann übernimmt Greg gegebenenfalls euer Design, ja, und ihr bekommt 1000 Diamanten. Ah, ich werde es, glaube ich, nicht machen. Ich bin einfach zu faul für sowas. Ja. Ansonsten starten wir rein ins Halloween-Boot-Event. Die Maschine ist da. Alfred hat sie heute Morgen vorbeigebracht. Ich habe sie auf meiner Hauptfarm noch nicht ausgepackt. Da steht sie. Wir packen sie jetzt aus. Nehmen sie natürlich an. Und es gibt noch ein paar richtig, richtig gute neue Sachen aktuell. Ja, wir fangen mal vorne an. Also, oder hinten, wie auch immer. Erstmal die Maschine auspacken und die Maschine laufen lassen. Und ich glaube, dass ich sowieso Kürbisse brauche beim Schiff. Habe ich irgendwas gesehen? Ja, Kürbisse. Aber die kann ich auf Hilfe setzen für meine kleine Farm. Die kann das machen. Wir gehen die hier mal alle auffüllen. Das auch. Das habe ich. Bestimmt habe ich. So. Und rein damit. Und dann setzen wir die mal auf Hilfe. So. Und wechseln ganz kurz zur kleinen 61er Farm. Die Kürbisse kann man nämlich erst ab Level 50 produzieren. Deswegen kann nur die Farm die machen. Und wie ihr seht, die hat bereits 7. Was kann die noch produzieren? Dann macht die das und eilt mir zur Hilfe. Dann kann ich eben auf der Farm die Punkte noch sinnvoll einsetzen, wenn das mit der großen jetzt zu lange dauert oder nicht hinhaut. Fertig. Jede Menge Punkte eingesammelt. Und wieder zurück. Ah, ja. So. Schiff absenden, aber Der nee, Derby war nichts mehr im Schiff. Das ist Relax Bunny Derby. Da war keine Schiffaufgabe. Ja. Also, Schiff weg. Und das nächste hätte gerne süße Würmer. Zuckerrohr, kein Thema. Pflanze ich nochmal an. Kokoseis, 12 Minuten können wir machen. Auch nicht das Thema. Zuckerrohr hauen wir gleich mal drauf. Und ich werde die Schiffe nicht beschleunigen. Also zumindest, ja, ich mache mal noch ein bisschen Zuckerrohr. Zumindest nicht nach aktuellem Stand. 5 Dias sind mir einfach zu viel. Ich werde jetzt erstmal schauen, wie ich mit den regulären 4-Stunden-Schiffen quasi immer hinkomme. Ich könnte ein bisschen die Zeit verkürzen vielleicht. Weiß ich nicht, ob ich da noch einen Schub habe. Das sind nur die Kisten. Das dürfte der sein. Kommen 50% schneller. Das machen wir in den nächsten 36 Stunden. Ja, das ist gut. Das ist gut. Dann haben wir wenigstens alle 2 Stunden ein Schiff. Was ich immer ein bisschen ärgerlich finde, ist, er reduziert die Zeit, aber nicht die Kosten. Also, auch wenn es jetzt nur 2 Stunden sind, sind es halt leider trotzdem 5 Diamanten, die man bezahlen müsste. Mäh. Egal. Und dann gehen wir hier rein und machen hier ein paar süße Würmer. Für 24 Dias könnte ich mir die Slots erweitern, was tatsächlich in Anführungsstrichen notwendig wäre oder Sinn machen würde zum Produzieren, da die Zeiten mit 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten und 20 Minuten wirklich super niedrig sind. Super niedrig. Nichts mit 45 Minuten oder 1,5 Stunden oder was weiß ich was. Einfach 20 Minuten das Höchste. Aber ich sehe das nicht ein. 24 Diamanten dafür, dass die Maschine erweitert ist und dann wieder verschwindet. Dieser Platz ist ja einfach verloren. Ich habe ja gar nichts von dem Platz, außer dass ich schneller produzieren kann. Und ganz ehrlich, dann produziere ich lieber über meine kleinen Farmen und helfe mir mit denen aus, anstatt hier die Diamanten zu investieren. Das ist es mir wirklich gar nicht wert. Ja, also Maschine läuft. Ansonsten können wir da mal eben einsammeln. So, das nehmen wir auch noch weg. Und jetzt lasst mal eben noch in den Shop gucken. Da ist nämlich auch was los. Also jeden Tag gratis ist klar. Dann haben wir hübsche dein Farmdesign auf. Wir kriegen 5 Dekos geschenkt. Es sind Dekos, die wir jetzt schon hatten. Also entweder alte Dekos, beziehungsweise der Baum war ja auch erst vor kurzem da. Aber ist egal. Ist egal. Gratis Dekos. 5 Stück. Was ist los bei Supercell? Ist da einen auf den Kopf gefallen? Finde ich mega, finde ich total mega. Und die Hexenkatze ist ja wohl so, so süß. Also bitte, 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 bitte. Den hatte ich eh schon ein paar Mal. Den habe ich auch irgendwo auf meiner Farm rumstehen. Ich glaube, hinten auf dem Feld, logischerweise. Genau, da steht einer. Der Baum ist auch total mega, weil die Blätter so süß runterfallen.
Die Raben gab es noch, dann die Herbsthecke, da habe ich jetzt 15 und Pferdepflegebereich. Sind die 15 jetzt alle eigentlich von da? Hatte ich vorher keine? Ich glaube, ich habe es auf allen anderen Farmen schon eingesammelt. Lasst mich mal eben schnell nachschauen. Kurzer Cut war drin. Ich habe mal eben schnell nachgeschaut. Ich habe das tatsächlich schon eingesammelt, aber ich hatte noch einen Screenshot davon. Das heißt, ich konnte auch so nochmal nachschauen. Es waren 5 Herbsthecken, die wir jetzt bekommen haben. Das heißt, 10 hatte ich auf jeden Fall schon. Immerhin. Hab mich schon gewundert, ob ich wirklich gar keine davon hatte oder wie das war. Ja, das dazu. Dann, was haben wir noch? Also die Eventmaschine läuft. Da muss man halt jetzt wirklich regelmäßig reingucken. Was ich auch wirklich empfehlen kann, ist jetzt aktuell dann der Bienchentimer. Also sich wirklich alle halbe Stunde einfach mal einen Wecker zu stellen, dass man den Honig einsammelt, also die Waben einsammelt, um den Honig zu produzieren, weil auch der einem relativ schnell ausgehen kann für die Produkte. Genauso wie die Kartoffelbrötchen-Geschichte. Da muss ich hier auf jeden Fall nochmal weiter reinlegen. Die werden nämlich viel schneller verbraucht als produziert. Deswegen die Maschine mal damit aktuell blockieren und das da reinmachen. Dann haben wir hier die neue Sammlung. Aber erstmal kurz Maggie. Also Maggie ist wieder da, hat aber noch nicht das neue Halloween-Design dabei, sondern noch random irgendwelche anderen Designs. Ja, also ich habe fürs Buch habe ich alles, aber also für das Designbuch habe ich alles. Für das Sammelbuch fehlt mir leider noch das niedliche Lila und hier hinten Holzlila, aber Holzlila 20 Diamanten. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es nicht mal hübsch. Also, eher nicht so. Genau. Aber neue Sammlung ist da. Und zwar die Halloween-Sammlung. Endlich hier. Ah, und ich ahne schon wieder Schlimmes. Ich habe ganz kurz reingeguckt. Ich ahne ganz, ganz Schlimmes. Aber warten wir es ab. Immer abwarten. Nicht erst maulen, erst abwarten und dann maulen. Wir haben den Gruselvampir aus dem Farmpass. Da können wir auch einfach ganz kurz so reinschauen, bevor wir das machen. Also Farmpass, Gruselvampir, kostenpflichtig. Auf jeden Fall kostenpflichtig. Anders, ja, wird schwer. Dann die Kiste war noch aus dem Alten. Was haben wir hier noch eventuell im Farmpass? Lasst mal eben schauen. War da gerade. Also, wieso ist da so ein bayerischer Weg? Was sucht denn der jetzt? Egal. Ich hinterfrage es nicht. Hier sind die Kürbisse auch kostenpflichtig. Und dann haben wir hier noch den großen Kürbis mit Küken. Ich weiß nicht, ob der vorkommt. Falls ja, ist er kostenpflichtig. So, und jetzt schauen wir noch mal rein. Nee, der kommt nicht vor. Okay. Also, der Vampir kostenpflichtig. Hier unten die Kürbisse kostenpflichtig. Dann haben wir den Mosaikzaun, der ist im aktuellen Katalog. Der wurde aktualisiert. Da finden sich jetzt neue Dekorationen. Die laufen in knapp 6,5 Tagen ab. Die gibt es auch immer wieder. Also die kommen dann auch wieder in 6 Tagen, wobei die nicht 100% identisch sind. Also einige gibt es dann wieder, wie den Zaun, und andere werden ausgetauscht, wie die Gruselgruft oben links. Die ist dann hier hinten das Schwein beim Moppen. Das Schwein beim Moppen, ich finde es so geil. Ja, ich finde es generell eigentlich ganz cool. Der Hundertfüßerzaun, ja, ich weiß nicht, hat irgendwie was. Ah, ich weiß nicht. Es gibt so viele Zäune und Wege. Ich hätte gerne einfach mal von den ganzen Zäunen und Wegen mehr oder die Möglichkeit, mehr zu besorgen, statt überall irgendwie nur diese 5 oder 15 oder 10 zu haben, mit denen man halt echt super wenig anfangen kann. Aber gut, was ich auch saugeil finde, ist die Dinosaurierspur. Den finde ich echt gut. Fehlen nur noch die Dinosaurier. Und nochmal ein bisschen später haben wir das Ganze nochmal und da haben wir dann die schwarzen Rosen auch und die Hummerbahn. Die schwarzen Rosen sind auch für die Sammlung wieder wichtig, aber halt erst in 14 Tagen verfügbar. Ja, und das war's, meine ich. Genau, das war's aktuell im Katalog. Also Mosaikzaun im Katalog, schwarze Rosen im Katalog, aber erst in 14 Tagen. So, und jetzt geht schon wieder los. Gruselige Kerzen, Shop. Hummerbahn haben wir gesehen im Katalog, kommt auch. Gruselgruft haben wir im Katalog gesehen, kommt. Unheimlicher Orgelspieler, Shop-Angebot. Schauermausoleum, Shop-Angebot. Das Schwein bei Moppen haben wir gesehen im Ereigniskatalog. Die verlassenen Gräber kommen in Gregs Kalender, dazu gleich nochmal. Farmpass hatten wir geklärt und der Hundertfüßerzaun ist auch im Ereigniskatalog. Und dann haben wir hier noch das Geisterschwein. Posteingang Community Meilenstein. Das heißt, es wird einen neuen Community Meilenstein geben, den wir dann wahrscheinlich wieder hier oben im Posteingang finden. Momentan noch nicht. Keine Ahnung, wann der genau kommt. Und ansonsten bleibt uns hier die verlassenen Gräber von Gregs Kalender. Bei Greg stehen die auch schon. Da können wir eben rüberspringen. Greg hat nämlich umdekoriert. Und da unten stehen die verlassenen Gräber bei Greg.
Und wenn wir hier auf den Posteingang nochmal gehen und in den Ereigniskalender für den Oktober, sehen wir da unten 14.10. bis 25.10. Gregs Kalenderereignis zu Halloween. Da werden wir bei Greg dann wieder Kürbisse finden, nummeriert, die wir jeden Tag einzeln öffnen können. Wir können die auch im Nachhinein öffnen. Also ihr könnt doch an Tag 5 die Kürbisse 1 bis 5 öffnen. Normalerweise sehen die so aus. Genau. Aber aufpassen, wenn das Event abläuft, ist es durch und ihr könnt im Nachhinein das dann nicht mehr einsammeln. Also es gibt den Tag X dann beim Event, wahrscheinlich der 25.10. Spätestens an dem solltet ihr alles einsammeln und auch auf den Babyfarm. Macht es auf den Babyfarm, es lohnt sich so sehr. In der Regel sind irgendwelche Tools drin oder halt dann auch mal eine Deko, wie jetzt hier schon quasi vorab verraten wurde. Lohnt sich, ja. Wir sehen auch, zusammen mit der Maschine heute ist bei Greg die Farm gekommen. Also er hat die Farm endlich auf Herbst, Halloween, was auch immer umgestellt. Die Dekorationen haben wir alle soweit gesehen. Ich finde die schwarzen Rosen total mega, super mega. Ich meine, hier die fleischfressende lila Pflanze ist natürlich auch geil. Aber ja, finde ich cool. Da hast du dieser kleine verlorene Topf. Auch jetzt nichts Neues, aber ganz cool. Ja, er hat einfach so ein bisschen rumdekoriert. Den Schrein finde ich auch geil. Ja, also wer da Spaß dran hat, kann sich gerne mal ein bisschen bei ihm umsehen, was da los ist. Da ist auch der Orgelspieler, diese umgefallene Ketchupflasche, ne? Ja, gibt wieder ein bisschen was zu bestaunen bei ihm. Ich finde aber relativ wenig. Also wenn wir jetzt hier rüber gehen, ist wieder alles sehr normal und langweilig. Ja, und hier unten ist auch nicht so viel los. Da hat sich dann hier ein Grab reingeschmuggelt und ein bisschen was vom Fest des, die heißt ja hier Tag der Toten, Dia de los Muertos, hat sich da reingeschmuggelt. Aber sonst ist ja ziemlich, es ist ziemlich langweilig hier. Ja, ich finde es ziemlich langweilig aktuell bei Greg, leider noch. Die kenne ich gar nicht. Naja, muss ja auch nicht alles kennen, ne? In der Stadt ist meistens auch ein bisschen was los bei ihm. Gucken wir mal hier kurz drauf. Was haben wir? Oh, so, das noch schnell einsammeln. Ja, das sind die ganzen bisherigen Sachen, haben wir ja zuletzt bekommen. Und auch hier hat er die schwarzen Rosen wieder verteilt. Und das, ja, das Mausoleum, das dann Geld kosten wird. Da freuen wir uns ja drauf. Und ich mag den Zaun, ne? Ich hätte von dem Zaun gerne noch mehr. Ich habe da nur ganz, ganz wenig von. Aber ja. Kleine Kürbisse. Ja, Halloween. Ja, also da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Das mit den Shop-Angeboten, ich bin einfach absolut nicht begeistert davon, dass hier wieder Sachen nur über den Shop zu kriegen sind. Das heißt, wir kriegen diese Dekoration, die Schweinebahn, auch dann nur, indem wir wirklich wieder Geld ausgeben, was ich wieder nicht tun werde. Ich mache das nicht. Wir werden bestimmt auch wieder so eine Kiste kriegen für 19 bis 59 Dias. Das schwankt ja mit den Preisen immer. Wir haben jetzt, habe ich gerade aus Versehen angeklickt, hier auch noch ein Farm-Design-Paket. Ja, ist jetzt so toll nicht. Also Inhalt, okay, kann man sich kurz angucken. Wer jetzt unbedingt Geld ausgeben will, naja. Ich finde es jetzt nicht so überragend. Ja, also das auf jeden Fall zu den Punkten. Und dann haben wir noch eine ziemlich große Sache. Nee, zwei Sachen. Wir haben zwei Sachen. Wir haben noch eine kleinere, aber sehr geile Sache und eine große, sehr geile Sache. Die kleinere, sehr geile Sache. Ihr kennt das bestimmt vor allem beim Aufgaben-Event, wenn ihr eine Aufgabe da stehen habt und ihr wollt zu der Maschine springen, weil ihr gerade nicht auf dem Schirm habt, in welcher Maschine das Produkt hergestellt wird oder so. Und dann denkt ihr euch aber, nee, kann ich nicht machen. Wenn ich jetzt zu der Maschine springe, dann ist es vielleicht eine, bei der ich gerade was für eine andere Aufgabe produziere und dann sammle ich da Sachen ein und das will ich nicht. Das wurde geändert. Wenn ihr jetzt zu einem Produkt springt, ich habe kein Schiff da, wie machen wir es denn? Hier, also, ihr wollt zu irgendeiner Maschine, wir nehmen mal, was nehmen wir denn? Wo habe ich denn was rumstehen? Da unten an der Molkerei habe ich auf jeden Fall was stehen. Dann gehen wir mal eben zur Sahne und gehen zur Molkerei. Wir haben eine Scheunenkapazität gerade von 4.544 Belegten. Da gehen wir jetzt hin. So, und wie ihr seht, da liegen Sachen davor, da liegt Käse davor und wir haben nichts eingesammelt. Immer noch 4.544, weil wir uns zur Molkerei haben bringen lassen. Also nur mit diesem Hinbringen zur Maschine sammelt man keine Produkte mehr ein. In dem Moment, wo ich natürlich, kann ich das überhaupt? Nee. In dem Moment, wo ich irgendwas reinlege, sammle ich ein. In dem Moment, wo ich ganz regulär auf die Maschine klicke, sammle ich ein. Das ist geblieben, aber ja, für so Sachen, die man dann eben von da braucht, passiert es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das aus einer anderen Maschine heraus auch geht. Wir gucken das jetzt mal eben schnell.
Wir brauchen hierfür zum Beispiel Nudeln. Funktioniert ebenfalls. Also ihr könnt euch einfach zu den Maschinen bringen lassen und da passiert nichts. Braucht man jetzt keine Gedanken mehr machen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also das war echt immer ein bisschen... Ja. Wir haben auch hier hinten noch den... Ja, da habe ich eh nichts zum Einsammeln. Ja, ist egal. Wir haben das Prinzip ja gesehen. Also das funktioniert auf jeden Fall. Das ist eine kleine, aber wie ich finde, sehr, sehr geile Änderung. In dem Zuge auch nochmal danke Jonas. Der hat mich heute darauf hingewiesen. Wirklich ganz, ganz lieben Dank, weil bis ich das von alleine gemerkt hätte, hätte es wahrscheinlich wieder eine Weile gedauert. Ja, ist aber auf jeden Fall wirklich gut. Und dann die große, sehr geile Änderung. Das LKW-Update ist da. Es haben wohl nicht alle... Ich habe es bei mir auf jeden Fall auf 2 Farmen entdeckt, die anderen habe ich noch nicht durchprobiert. Aber das LKW-Update ist da. Das heißt, LKW absenden, wieder draufgehen, LKW absenden, wieder draufgehen, LKW absenden, wieder draufgehen, LKW absenden, wieder draufgehen, LKW absenden. Ich könnte das den ganzen Tag so machen, das macht Spaß. Ja, und dann kann man das alles absenden und wegschicken und machen, bis der wiederkommt. So, jetzt kommt der wieder und wir sammeln mal ein. Ja, da kommt jetzt einiges dann angeflogen. Der bringt jetzt alles, was ich da gerade weggeschickt habe, auf einen Schlag. Ey, sorry, das ist so geil. Das ist so, so geil. Klar, natürlich werde ich irgendwann gestoppt, weil ich hier, wie man auch, also die 2000er mag ich jetzt gerade nicht wegschicken, werde ich irgendwann gestoppt, weil ich nichts mehr wegschicken kann, weil ich dann wieder vorarbeiten muss, um die Tafel voll zu haben. Aber wie geil ist das? Wie schnell das einfach geht. Ich finde es so mega. Ich finde es so, so mega. Also das feiere ich richtig, 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 richtig. Wirklich, bin ich ganz, ganz großer Fan von. Ganz, ganz großer Fan. Das waren jetzt, es waren jetzt keine massiven Wartezeiten, die man da hatte, aber es war trotzdem nervig. Und das ist so cool. Es verkürzt natürlich, wie gesagt, auch die Zeit, in der man LKWs wegschicken kann, wenn man dann ja nichts mehr in der Scheune hat. Aber ist mir wurscht. Ich finde es total super. Ich feiere das ohne Ende. Da stehe ich komplett dahinter. Ja, finde ich einfach nur geil. Finde ich einfach nur geil. Ja, und ansonsten, wie gesagt, wer Babyfarmen hat, nochmal ganz kurz hier zurück zu dem Event mit den Sachen hier. Lasst mal eben da nochmal schauen, das rein. Wer Babyfarmen hat, sollte da die Maschinen auch laufen lassen. Also wir können hier beliebig auf irgendeine meiner Babyfarmen gehen. Ich habe die Maschine da stehen und habe da was reingeworfen. Natürlich kann ich da jetzt nicht, also ich kann schon, aber ich habe da die Zeit nicht, kann ich da jetzt nicht in jeder Maschine alle 20 Minuten was reinwerfen. Habe ich noch ein bisschen Platz für Eier? Ja. So. Aber in regelmäßigen Abständen gehe ich dann eben alle meine Farmis durch und ja, guck eben, was ich da noch reinwerfen kann. Hier ist schon wieder alles voll, da können wir nichts mehr machen. Was hat der noch? Der kann das nochmal reinwerfen. Ja, ist mir sowas von total egal. Popcorn und Indigo muss ich mir von der anderen Farm dann besorgen, aber ist jetzt auch kein Thema. Wir können hier trotzdem einfach mal Popcorn reinwerfen. Auch das darf weg. Lasse ich mir alles von meiner großen Farm wieder auf die kleine rübergeben. Muss ich nachher mal in Ruhe ein bisschen umsortieren und da wieder Vorrat quasi lagern. Da haben wir noch was gratis. Dann haben wir die Maschine hier hinten in der Ecke. Hier ist ein bisschen platztechnisch wenig los. Und das kann da nochmal rein und das auch nochmal. Auch da kann der letzte Indigo weg. Da habe ich wirklich auf der Hauptfarm mehr als genug. Und heute Morgen saß in der Zeit... so gemein. Ja, egal. Heute Morgen saß in der Zeitung mit Indigo eigentlich auch noch okay aus. Aber ja, jetzt ist es dann schon deutlich schwächer geworden. Und meine Scheune ist voll, weil 208, weil ich im Katalog ein paar Tools eingesammelt hatte, ja. Wie viel habe ich denn hier eigentlich? Boah, Bretter und Klebeband hauptsächlich. Naja, geht so. Geht so, geht so. Nee, 22, da können wir nochmal wegwechseln. Tosipu ist, glaube ich, auch zu niedrig dafür. Wir müssen gleich nochmal auf eine der bisschen höheren Farmen, weil, genau, hier habe ich die Anlegestelle nämlich auch nicht ausgearbeitet. So, ja, kann rein, kann auch rein. Machen wir alles. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz zu Notosa. Und hier sehen wir, der hat ein Schiff da stehen und der verlangt jetzt hier diese süßen Schädel. Und die werde ich einfach auf Hilfe setzen, genau wie ich das vorhin bei meiner Hauptfarm getan habe, weil ich eben die Kürbisse noch nicht parat hatte, werde ich die auf Hilfe setzen und von der großen Farm bedienen lassen. Und dabei spielt es für mich eigentlich keine Rolle, ob ich den Rest des Schiffes bedienen kann oder nicht. Ich meine, das ist jetzt einfach, das werde ich hinkriegen mit der Hauptfarm. Aber selbst wenn ich das nicht kann, dann setze ich die trotzdem auf Hilfe und bediene die mit der Hauptfarm.
Und setzt halt die 17 Stunden dann aus. Also das mache ich natürlich nicht auf allen Farmen, sonst geht mir ja Zeit verloren. Dann ist es natürlich besser, es wegzuschicken und dann kommt nach 2 bis 4 Stunden wieder Neues. Aber wenn ich weiß, ich habe gerade eh nicht die Zeit, auf der Farm groß was zu machen oder keine Ahnung, das, ja, ich bin da gerade so hinterher, dann habe ich damit kein Problem, ein Schiff auch mal die 17 Stunden absitzen zu lassen, notfalls. Natürlich kann man auch Sachen auf Hilfe stellen, aber auf jeden Fall gucke ich, dass ich so viel wie möglich, was haben wir hier noch drin, 2 Tage, so viel wie möglich an Eventgegenständen in Schiffe bringen. Notfalls auch mal hier über die Hilfen bei den Freunden. Wir, sind wir ehrlich, die meisten werden jetzt nicht die Eventgegenstände auf Hilfe setzen. Die haben die einfach selbst, sondern die werden halt den Rest vom Boot dann irgendwann auf Hilfe setzen. Mal gucken, haben wir hier irgendeinen mit Bötchen? Mit Bötchen? Ja, also, ne, das ist klar. Die werden Sachen auf Hilfe setzen, die sie dann selbst nicht mehr haben. Viele werden auch mit Dias sich die Schiffe ranholen oder eben einen Schub eingeschaltet haben, wie ich jetzt auch, und werden darüber versuchen, Punkte zu machen. Ah, ich sag's euch, es ist was los. Es ist was los. Also, denkt dran. Event spielen. Nochmal ganz kurz. Kurz und bündig. Event. Maschinen auf allen Farmen rausstellen, die ihr habt und auf allen Farmen so gut ihr könnt irgendwas produzieren. Besser ist es, irgendwas produziert, als gar nichts produziert. Versucht regelmäßig reinzuschauen, dass ihr die wieder auffüllen könnt, wenn es irgendwie geht. Versucht in dem Zuge auch euren Nektar immer einzusammeln, also eure Bienenwaben, Honigwaben einzusammeln, damit ihr weiter Honig produzieren könnt, da euch der gegebenenfalls sonst irgendwann ausgeht auf der Farm, auf der ihr die Kürbisse produzieren könnt, falls ihr das denn könnt. Müssen ja nicht alle über Level 50 sein. Guckt, dass ihr nicht nur eure Schiffe füllt, sondern auch die Schiffe der anderen. Aber natürlich sollte euer Schiff vielleicht Vorrang haben, weil klar sind eure Schiffpunkte, das ist eure Hauptfarm, die sollte immer Vorrang haben. Apropos Vorrang und Eismaschine, da wollte ich doch eben was machen. Das machen wir jetzt auch schnell. So, das noch rein hier. Das läuft auch und das läuft jetzt auch. Also kein Problem. Ja. Nee, aktuell bin ich wirklich. Oh, und LKW natürlich, ne? LKW, ich bin so geflecht vom LKW. Der macht mich heute Morgen völlig gaga. Ich bin total durch den Wind mit diesem LKW. Weil mich das so fertig macht. Ja, aber 3 Kissen habe ich jetzt nicht. Geh mal nicht auf den Keks. Ich kann jetzt auch keine Pizza produzieren. Doch, kann ich dann auf einer kleinen Farm machen. Aber, hahaha, die habe ich gemacht. Jetzt habe ich mich gerade erinnert. Die habe ich gemacht. Kann ich wegschicken. Oh, guck mal, das ist nochmal ein 2000er. Ah, egal. Ist egal. Komm, wir schicken den da unten auch weg. Einfach nur, weil es geil ist. Weil man einfach ganz, also so kriegt man auch Platz in der Scheune, das muss man ja auch mal sagen. Das ist mir egal, ich muss das alles wegschicken. Das ist wie so ein Zwang. Ich muss da jetzt überall drauf drücken. Mann, das muss auch weg, das musst du wieder fahren. Er war zu schnell zurück. Ja, 17, alles egal. Ist mir alles egal. Ich meine, das ist echt ein Nachteil. Mir ist alles egal, weil es so schnell geht, dass ich es feiere. Aber die löschen wir jetzt hier mal raus. Keine Eventgegenstände, also keine Gutscheine. Und weg damit. Alter, was hier rattert und rattert und rattert. Wie geil ist das? Ich finde es wirklich. Also, das musste jetzt nochmal sein zum Abschluss, weil ich feiere das wirklich. Ich habe ganz, ganz oft zu meckern, aber da 500.000 Daumen hoch, weil ich liebe es. Und ich hoffe, ihr habt es soweit auf euren Farmen und wenn nicht, ihr kriegt es ganz, ganz bald, weil es ist wirklich, oh, es ist so schön. Es ist so schön. Es war eine richtige Wohltat jetzt nach dem Update, das doch ein bisschen durchwachsen war, wo dann auch viele geschrieben haben, es war kein Update, weil halt sich am Spielerlebnis nicht wirklich sehr viel geändert hat. Ja, von daher. Ach so, ich hab Mist, jetzt habe ich doch noch ein Negatives zum Schluss. Es gibt noch immer keine saisonalen Halloween-Dekorationen. Ach so, wir müssen dafür wieder die Farben wechseln. I'm sorry. Ja, wie oft will ich mich dann noch verklicken? Wir müssen noch mal ganz kurz auf meine Farm bewerten, Farm gehen. Warum kann ich die nicht? Was habe ich da wieder? Ach so, wegen der Eventmaschine. Ja, gut, die ballern wir mal kurz dahin. Wobei ich vermute, dass es im Originaldesign so aussieht. Deswegen lassen wir das einfach mal so. Wir gehen auch jetzt richtig in die aktive Farm. Wir aktivieren die mal, dass man sicherstellt, dass es nicht nur im Bearbeitungsmodus jetzt eventuell nicht geht. Komm, lass uns mal eben noch schnell gucken. Einmal kurz rüber hüpfen. Hat er sie schon draußen? Muss er. Muss er, hat er, aber hat sie darüber gestellt? Okay. Ja, ist egal. Ist egal. Machen wir das so. Dann machen wir das so. Die müssen wir noch einmal drehen, dass sie richtig rumsteht. Und das darunter, na, lassen wir es so stehen. Passt schon. Ich spiele dann eh wieder auf meinem Design. Worauf ich aber eigentlich hinaus will,
Die weißen Lilien, die ja mit zur Halloween-Dekoration gehören, sie sind nicht da. Also ich gehe auch wirklich alle durch. Mein Lager ist eh klar, ich habe die ja rausgeräumt. Aber alle Dekorationen, saisonale Dekorationen, sie sind nicht da. Genauso wie Halloween. Ja, hier sind so ein paar Sachen, aber gehen wir jetzt mal auf die Friedhofslampe. Oh, die Friedhofslampe hat er mit Halloween gefunden, weil es eine Halloween-Deko ist. Das ist geil. Das war echt cool. Haben die da auch ein bisschen was verbessert? Weiß ich nicht. Aber wie wir jetzt sehen, ist weg. Also gibt es halt jetzt auch nicht im Shop. Heißt, diese Halloween-saisonalen Sachen sind immer noch nicht hinzugefügt worden. Ich finde es, ja, das finde ich echt schade. Das finde ich echt schade. Ich finde, das muss jetzt langsam dann mal rein. Aber ich hoffe einfach, dass es bald kommt. So, das jetzt aber abschließend von mir. Ich wechsle nochmal schnell zurück auf meine reguläre Farm. Aktivieren. So, da sind wir wieder. Ah, und dann mal schauen. Ja, ich gucke mir die nächsten Tage mal an. Vielleicht mache ich so ein bisschen noch was zum Event. Das hängt aber auch ein bisschen dran, wie ich Zeit habe. Mir läuft die Zeit gerade ein bisschen weg. Ja, und ich muss heute aufpassen, das ist auch gut. Die neuen Ziele sind da im Farmpass. 100 Waren in meinem Shop anbieten. Ja, sorry, das werde ich jetzt nicht bis Freitag rauszögern können, damit ich dann doppelte Farmpass-Punkte kriege. Das werde ich nicht schaffen. Das kann ich nicht schaffen. Es tut mir leid. Ja, egal, auf jeden Fall. LKW geil. Ja, abschließendes Wort. LKW-Neuerung ist mega.